Letztes Mal in Planet Zoo. Ich habe ja noch ein bisschen Hoffnung. Nur hoffe ich jetzt, dass sie nicht vergebens sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich bin jetzt erstmal raus. Haut rein! Und nun zurück in die Tierwelt. Und damit willkommen zurück in Planet Zoo. Wir sind in unserem neuen Zoo, der jetzt gerade ein klein wenig ins Minus rutscht. Aber wir werden mal schauen, ob wir das nicht ändern können. Und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten vergessen, das letzte Mal einzustellen. Nämlich hier unsere Infotafeln. Dann machen wir hier mal den afrikanischen Strauß drauf. Und hier machen wir das Steppenzebra drauf und das gleiche auch auf diese Lautsprecher. Steppenzebra und hier drüben haben wir auch so einen Lautsprecher und da kommt auch der afrikanische Strauß drauf. Wir haben noch ein paar Infotafeln hier. Hier machen wir drauf den Springbock und da machen wir auch die Lautsprecherinfo dazu. Und dann hier die Info. Achso, das geht jetzt gar nicht. Ne, dann machen wir den Springbock hier drauf. Weil lustigerweise ist das hier nah genug an. Moment, jetzt geht's nicht mehr. Eben konnte ich noch den Frosch aus diesem anderen Teil da angeben. Na gut, dann machen wir hier noch das Steppenzebra dazu. Und jetzt sollten wir mal schauen, weil ich glaube, ich habe auch diese Vivarium-Informationsbox hier hinten noch nicht eingerichtet. Ne, genau so ist das. Und hier kommt der Goliath-Frosch rein. Das gibt uns zwar alles Betriebskosten, aber hoffentlich auch ein paar Spenden. Oh. Schaut mal, die Spenden gehen ordentlich nach oben hier. Also das scheint diesmal wirklich was zu bringen und ich hoffe, ja, dass unsere Gäste damit ein bisschen zufriedener sind und uns ein bisschen Geld bescheren. Weil es wäre nicht schlecht, so zeitnah ins Plus zu kommen. Und ich glaube, dafür sollten wir einen kleinen Zeitsprung machen, denn sobald sich herausstellt, dass wir im Plus sind, können wir weiter ausbauen. Jetzt ist hier ein bisschen die Zufriedenheit mit dem Zoo gedroppt. Hunger und Durst. Aber geöffnet sind meine Läden eigentlich, oder? Ja. Ist alles gut. Genau, hier wird schon fleißig verkauft. Wie sieht's hier aus? Ja, sind alle geöffnet. Also da sehe ich jetzt weniger das Problem. Ballons werden auch verkauft. Ein Inspektor kommt dann demnächst. Was haben wir denn hier? Forschungszentrum. Ich brauche ein Forschungszentrum. Ich brauche eine Werkstatt, eine Tierpraxis und einen Quarantänebereich. Ist das denn so? Ja, wenig Geld, das weiß ich. Aber wir rennen nicht so rapide ins Minus wie das letzte Mal. Deswegen denke ich, wir könnten das hier tatsächlich schaffen. Ja, leisten können wir uns davon sowieso fürs erste Mal nichts. Es sei denn, wir nehmen wieder einen kleinen Kredit auf und gucken mal, ob uns das bei den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, weiterbringt als das letzte Mal. Das könnte man auch versuchen. Allerdings möchte ich ungern, dass das hier dann in die Hose geht. Wir sollten uns vielleicht erstmal auch einen Überblick über unsere Tiere verschaffen. Denen geht es halbwegs gut, aber unser Dayo hier hat eine geringe Lebensqualität. Woran liegt denn das? Wo ist er denn? Hier. Ich finde es schade, dass wenn ich die hier auswähle, das Fenster, das Infofenster zum Tier nicht direkt aufgeht. Die Lebensqualität ist niedrig durch, wegen Spielzeug und der Futterqualität. Das ist auch noch relativ niedrig. Also, wir bräuchten eigentlich mehr Tiere. Oh, unser Geld. Wir machen Gewinn.
Das ist wunderbar. Wir machen tatsächlich ein klein wenig Gewinn. Das ist natürlich äußerst von Vorteil. Unter diverse sind noch keine Einnahmen gelistet. Wie sehen denn unsere Finanzen aus? Jetzt sind wir wieder stark. Hier wird mir ein starkes Minus. Achso, das ist der Jahresdurchschnitt. Achso, das ist jährlich. Alles klar. Dann macht das natürlich Sinn, weil wir haben natürlich viel, viel Geld ausgegeben. Marketing werden wir uns noch nicht wirklich leisten können. Aber an sich, doch, das funktioniert. Der Plan geht offenbar halbwegs auf. Dann sollten wir vielleicht mal sehen, ob wir noch weitere Springböcke kriegen. Denn Platz haben wir hier auf jeden Fall noch mehr als genug. Brauchen dann aber wahrscheinlich auch mehr Futterstellen. Wobei, wir haben zwei. Müssen wir mal schauen. Also, wir brauchen mehr Springböcke. Schauen wir doch mal in den Tierhandel. Weil jetzt geht es irgendwie gut aufwärts hier. Das ist wundervoll. Bargeldverzeichnis bitte. Und ich brauche Springböcke. Gabelbock. Rappenantilope. Ich sehe es jetzt auf Anhieb nicht. Spießböcke. Nee, noch nicht. Mal aktualisieren. Das bringt öfters mal was. Gabelbock. Können wir auch Gabelböcke mit reinpacken? Das wäre jetzt die große Frage. Müssen wir mal in die Zoopedia gucken. Wo war denn die für den Springbock? Hier. Der Springbock kann mit Rappenantilopen. Haben wir zwar schon. Warzenschweine gehen auch. Sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir ein paar Warzenschweine bekommen. Weil mit dem Geld sieht es wirklich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Da bin ich äußerst zufrieden. So für den Anfang. Ich meine, wir haben nur ein großes Gehege. Ja, dann holen wir uns doch glatt noch ein paar Warzenschweine. Und haben wir jetzt noch ein paar Springböcke drin? Nee, haben wir nicht. Aber mehr Steppenzebras könnten wir uns noch leisten. Und die packen wir jetzt hier mal flugs dazu. Gleich durch und dann schauen wir mal, inwiefern uns das weiterbringt. So, jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel und wir haben noch keine wirkliche Beleuchtung in unserem Park. Wie ist denn eigentlich mit denen hier? Funktionieren die schon oder? Also theoretisch ja, das Licht ist nur noch nicht an. Na gut. So, jetzt schauen wir nochmal, wie geht's denn unseren Tieren? Lebensqualität ist nicht so besonders toll, aber das müssen wir alles noch hinkriegen mit Spielzeug, Lebensqualität durch Futter. Wir machen jetzt ein bisschen Geld. Ich bin aber der Meinung, wir sollten vielleicht erstmal ein zweites Gehege bauen, bevor wir dazu übergehen und dann wirklich forschen und so weiter, weil dann müssen wir erst noch ein bisschen für mehr Einnahmen sorgen, denke ich, weil Forschung und so weiter ist ziemlich teuer. Und was wir auch zeitnah brauchen werden, ist auf jeden Fall Mechanikerunterkünfte und so weiter. Ich würde aber tatsächlich gern ein weiteres Gehege hier anbinden. Da müssten wir aber schauen, dass wir bezüglich unserer Einrichtungen kann man ja ein Handelszentrum haben wir schon. Das ist alles zu teuer. Wir brauchen mehr Geld, auf jeden Fall. Und jetzt machen wir gerade wieder Verlust. Gut, wir haben natürlich auch Tiere gekauft.
Da ist das auch ganz klar im Prinzip. Nun gut, dann leg mal erstmal unser nächstes Gehege an. Glas eventuell? Also ich würde vielleicht eine Holzwand und die ersetze ich dann da mit Glas, wo es Sinn macht. So, und schauen wir erstmal, dass wir hier ziemlich parallel reinkommen. Denn ich möchte hier auch die Tür haben. Passt das? Jawohl. Das ist sehr gut, denn da kann ich dann hier hinten noch die nötigen Gebäude setzen. Kann ich das hier anschließen? Das kann ich. Und dann würde ich gegebenenfalls... stopp. Wir müssten nach hier mal hier rangehen. Und dann hätte ich gern das hier gewandelt zu Holz. Genau. Und das hier auch wieder. Und dann können wir das hier im Prinzip... Na, nicht in der Länge, sondern ich hätte gern hier diesen Balken. Und da machen wir mal... Achso, das Snapping ist schon an. Na, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir das hier händisch irgendwie parallel kriegen. So halbwegs zumindest. Na, das war nichts. Nicht so ganz. Wieso habe ich denn hier... Ach so, wahrscheinlich eine... Dann nehmen wir das Snapping mal kurz raus. Und gucken, dass wir das hier halbwegs gerade bekommen. Und dann schalten wir es wieder ein. Und hier schauen wir, dass wir diagonal hinkommen. Und dann können wir hier bestimmt schön den Weg dran entlang führen. Das sollte eigentlich funktionieren. Was hatten wir denn genommen? Gravel, glaube ich. Und auf 7 Meter oder so? Ne, 8. Das klappt nicht. Nicht so richtig zumindest. Dann gehen wir mal auf 7 Meter runter, denn das hat funktioniert. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Abstand zum Gehege selbst. Ja, toll. Jetzt geht's hier nicht weiter. Nehme ich die... Achso, die Länge kann ich gar nicht mehr runternehmen. Dann setzen wir einfach hier noch einen Weg hin. Schön versuchen, das Ganze parallel zu kriegen. Wieso kann ich denn da nicht näher an das Gehege ran? Das ist ein bisschen schade. Das scheint jetzt zu funktionieren. Dann machen wir das so. Und gucken mal, dass wir das hier noch ein bisschen ausgebügelt kriegen. Jawohl, das funktioniert. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir an diesem Gehege das alles ein bisschen an den Weg ranziehen. Da geht's hin, das ist schön. Gut, hier geht's nicht viel weiter. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, wenn ich die Länge jetzt hier runternehme, kann ich da hier... Na, irgendwie ging das, dass ich noch einen Abschnitt einfügen kann. Naja, gut, dann... Lassen wir das erstmal und ziehen das mal hier ran. Ich hätte hier gern noch einen Abschnitt dazwischen, um ehrlich zu sein. Ich nehme das mal raus. Und setze hier mal noch zwei Abschnitte dazwischen, genauso wie hier. Und dann können wir das alles ein bisschen genauer verschieben. Ach so, auf den Plus wäre das vermutlich gegangen.
So, die verschieben wir uns jetzt ein bisschen dahin, wo wir sie hinhaben wollen. Dann sind wir ein bisschen näher am Weg. Ich meine, das hätte ich im Prinzip auch alles in einem Speedbuild machen können, aber nun gut. Wir könnten hier vielleicht auch mal für einen zweiten Zugang sorgen. Geht, klappt das? Nee. Gut, dann müsste der irgendwann woanders hin. Und dann schauen wir mal, was könnten wir hier denn reinpacken? Ich überlege gerade noch, die Stämme sind welche Klasse an Zaun. Sagte mir jetzt hier an der Stelle nicht. Sagte mir nirgends. Das ist schade. Na gut. Dann sollten wir jetzt trotzdem mal überlegen, was wir hier für Tiere unterbringen. Tiermarkt, ich hätte gern wieder Bargeld. Und Büffel. Oder Wildhunde. Oder wollen wir ein Schildkrötengehege draus machen? Eine Riesenschildkröte? Die ist, glaube ich, jetzt auch nicht so aufwendig. Und die Zoopedia sagt zur Riesenschildkröte... Okay, also da haben wir keine anderen Arten, die wir da dazu packen können. Na gut, wir verlegen die mal nach hier. Benötigen dafür aber jetzt vermutlich das, die zweiten Einrichtungen. Und was haben wir denn da zur Verfügung? Das nützt uns alles relativ wenig hier. Forschungszentrum. Ich hätte gern nochmal Mitarbeitergebäude, Tierarztpraxis, Tierpflegerhütte klein, 1380. Also ich hätte die schon gern hier an der Stelle. Aber, na wobei, jetzt können wir sie uns sogar gleich leisten. Noch nicht ganz, aber es sollte gleich soweit sein. Ich spule mal ein bisschen vor hier. Da müssen wir vielleicht gar nicht schneiden. Jawohl, das hat geklappt. Und dann legen wir uns hier noch schnell einen Mitarbeiterweg an, der dahin führt. Aber ein bisschen kleiner bitte. Ich glaube, wir hatten hier den kleinsten mit 4 Metern. Oh, blockiert. Das ist jetzt natürlich blöd. Können wir nicht irgendwie... Ja, wir können es hier so ein bisschen reinfaken. Naja, es soll genügen fürs Erste. Das können wir alles nochmal überarbeiten dann irgendwann, denke ich. Aber das sollte erstmal soweit okay sein. Und dann können wir hier... Ist das ein... Nee. Aber wir sollten vielleicht einen zweiten Tierpfleger einstellen. Und dazu Mitarbeiter liegen die Tierpfleger. Und dieser Tierpfleger bekommt auch einen neuen Arbeitsbereich. Mit dieser Tierpflegerhütte, diesem Mitarbeitergebäude, das ist zwar ziemlich weit weg, und diesem Gehege hier. So, Gehege, Staffroom und Tierpflegerhütte, genau. So, dann passt das, das müsste jetzt dran sein. Arbeitsbereich. Ja, welcher ist denn das jetzt? Arbeitsbereiche. Bearbeiten? Ach ne, das ist doch falsche gewesen. Dann benennen wir den mal um in 2. Und packen den Mitarbeiter dann da rein. Einen von den beiden.
Du kommst auf die 2. So. Hey, hier strömt eine ganze Gruppe umher. So. Hier müsste es für uns jetzt allerdings möglich sein, das ganze Gehege mal zu markieren und ein bisschen niedriger zu machen, weil ich glaube kaum, dass diese Schildkröte allzu schnell fliehen kann. Wir können mal schauen, das müsste uns angezeigt werden, wenn wir das Gehege wählen. Auf Heatmaps gehen, Gehege. Genau, wir haben keine Ausbruchsstelle. Weil das wird hier mit diesen Symbolen angezeigt. Erlaufbarer Fluchtpunkt, dann haben wir erklimmbar und überspringbarer Fluchtpunkt. Haben wir alles nicht, die Schildkröte kann das nicht. Jetzt müssen wir aber dringend mal dafür sorgen, dass die Schildkröte auch zufrieden sein wird. Wir haben keinen stabilen Rückzugsort. Da bauen wir... Oh! Das ist schlecht. Das müssen wir einfangen. Bewegen hier rein. Und jetzt müssen wir pausieren. Jetzt müssen wir nämlich auf jeden Fall hier hingehen. Achso. Wir müssen definitiv die Barriere hier an der Stelle bearbeiten. Denn das wird sonst nichts. Das muss höher. Ansonsten springen die uns drüber. Das haben wir gerade gesehen. Und ich glaube nicht, dass die Schildkröte dann so glücklich damit ist, wenn die, wenn unsere Strauße hier permanent rüberspringen. Gut. Ja. Okay. Gut. Der zurück. Ja, das ging jetzt fast schief. Okay. Können wir eigentlich in den Heatmaps auch anzeigen lassen? Passierbarer Bereich. Wenn ich das hier mal ausmache. Tier wählen, das ist der passierbare Bereich für das Tier, das ist alles okay. Rückzugsorte haben wir keine, ich wüsste aber gern. Zufriedenheit, Energie, Hunger, Durst, Toilette, Bildung. Das ist trotzdem nicht so besonders gut, gern. Naja, ich hätte jetzt aber gern gewusst, wo mir angezeigt wird, ob Gäste die Tiere sehen können oder nicht. Das wäre noch interessant gewesen an der Stelle. Aber gut, ja. Ja, das... Das machen wir noch. Die Besucher beschweren sich nämlich, dass das Tier hier keinen Unterschlupf hat. So, wir müssen jetzt aber erstmal in Ruhe durchgucken. Wir haben zu wenig Sand und zu viel langes Gras und zu wenig kurzes Gras. Dann machen wir erstmal das kurze Gras. Weil das lange muss sowieso fast... komplett verschwinden. Und wir brauchen noch Sand. Das könnten wir eigentlich im Bereich des Unterschlupfs platzieren. Den möchte ich nämlich gern hier hinten haben. Und vielleicht noch hier in einem Bereich mit Sand im Gehege. Und dann sieht das schon ganz okay aus. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch den stabilen Rückzugsort. Den machen wir aber als letztes, denn erstmal müssen diese beiden Pflanzen hier raus. Das wollen die nämlich gar nicht. So, Bepflanzung. Südmittelamerika und Tropen. Dann setzen wir am besten diesmal beide Filter. Tropen aus Südmittelamerika. Oh, das können wir uns alles nicht leisten. Ja, oh, wir machen ein gewaltiges Minus. Das ist jetzt irgendwie nicht schön. Ah, die braucht jetzt nicht unbedingt Bepflanzung.
Dann sollten wir vielleicht doch zuerst mal für den Unterschlupf suchen, aber auch dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Bau. Und da möchte ich diesmal ein kleines bisschen mehr bieten. Das heißt, wir schauen mal, was wir so an Material haben. Mache ich mal Pause, weil wir haben gerade ein kleines bisschen Geld. Okay. Ah, was haben wir denn? Indisch-Attika-Säule. Ah, wie sieht's denn aus? Eigenschaft, meine Filter, Design. Klassisch neue Welt. Okay, da haben wir noch nicht viel. Klassisch haben wir jede Menge. Indisch haben wir auch ein bisschen was. Warum eigentlich nicht? Dann probieren wir das doch mal so. Ich möchte aber zuerst mal hier anfangen mit einer Einhausung. Wobei, wir sollten vielleicht mit der Tür selber beginnen. Und die direkt hier drüber packen. Es sieht dann immer ein bisschen angenehmer aus. Ist dann ein bisschen schöner, wenn die Türen so in die Gebäude mit rein eingefasst sind. So, da beginnen wir unser Gebäude. Vielleicht könnten wir... Wollen wir hier wirklich komplett eine Wand hinzimmern? Ja, warum eigentlich nicht? Gut, einmal drehen das Ganze. Gut, und hier hinten hätte ich dann jetzt gerne einen Durchgang, damit unser Tier hier auch im Zweifel durchkommt. Und dann machen wir den Rest nämlich mit diesen Säulen. Die sind frei platzierbar, die brauchen kein Grid, um umgebaut zu werden. Das heißt, wir können uns die hier richtig schön an die Stelle packen, wo wir sie auch am Ende wirklich haben wollen. Jetzt haben wir hier natürlich eine Lücke, aber die werden wir sicherlich noch irgendwie schließen können. Da finden wir bestimmt was, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt hingehe? Genau, das wäre nämlich vielleicht auch nicht verkehrt an der Stelle. Das gibt uns auch ein bisschen Orientierung.